So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neuer Shop. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Erstmal danke an jetzt 524 Abonnenten. Also in den 1000 Abonnenten rücken wir langsam immer näher und näher und näher. Und dafür kann ich halt wiederum nur Danke sagen. Ihr seht auch schon, die nächste Zahl ist unten schon eingetragen. Bedeutet, jetzt fehlen nur noch vier Zahlen. Und gleichzeitig halt 6 Abonnenten und dann kommt schon die viertletzte Zahl hinzu. Und wenn du komplett neu bist auf dem Kanal, wie gesagt, wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und natürlich auch erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop, nämlich Halloween steht vor der Tür, wie man klar und deutlich erkennen kann. So, dann würde ich sagen, fangen wir vorne an. Erstmal mit dem Skin. Ja, der allseits bekannte Halloween-Skin. Also ohne Quatsch, der eigentlich müsste schon legendär sein. Nicht mehr episch. Aber ganz ehrlich, holen würde ich mir trotzdem nicht. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr euch den damals geholt? Oder holt ihr euch den jetzt? Klar, es ist die Zeit, aber na, ich weiß nicht. Also ich feiere den nicht so. Ja, Umhang, wie immer, Epic Games kriegt immerhin das Rückenaccessoire passend zu haben. So, dann gucken wir direkt mal, was es sonst noch gibt. Natürlich die Spitzhacke. Bitte ganz normaler Ton. Ja, ist okay. Eine Spitzhacke muss für mich irgendwie schöne Geräusche machen, weil sonst nervt es im Spiel einfach. Ja, dann haben wir ja noch den Kürbisagent. Ich weiß nicht, also für mich Kategorie hässlichster Skin, den wir in Fortnite überhaupt haben. Erstens der Körperbau. Dünn wie noch was. Viel zu dünn. Dann dieser hässliche Kopf. Dann die Handschuhe. Einzigste Schöne an dem Skin sind die Schuhe. Die Schuhe kannst du auf der Beerdigung anziehen oder auf der Hochzeit. Aber den Rest vom Skin, den kannst du echt in die Tonne kloppen. Ne. Geht überhaupt nicht. Gott, wenn ich allein das Gesicht. Wie kann man so einen Skin rausbringen? Ne, 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 ne. So, was haben wir noch? Die Lackierung, Abkühlung. Ja. Ist halt nichts Besonderes. Dann haben wir den Skin Moxie. Natürlich in viel, warte, wie viel? Ne, zwei Varianten. Einmal hier in dem, ich sag jetzt mal, Babyblau und in Rot-Schwarz. Aber die zweite Variante gefällt mir auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Also die Variante feiere ich mehr. Ja, der ist ganz okay, der Skin. Hier der, ja, erinnert so ein bisschen an Tekken, finde ich. Ich weiß nicht, kennt ihr überhaupt Tekken? Außer den Filmen eventuell. Aber gibt es hier noch Zuschauer, die Tekken gespielt haben? Also ich weiß noch, dass ich sogar mit Tekken 1 angefangen habe. Auf der PlayStation 1. Aber dann habe ich es immer nur beim Kumpel gespielt und Tekken 2 habe ich dann bei meiner eigenen PlayStation bekommen. So, dazu natürlich das passende Rückenaccessoire. Was ist das denn? Ein Elch? Ja, ein Elch, der die Deckung oben hat. Und das ist recht nice. In der Farbe würde er sogar zu dem jetzigen Skin passen. Das ist ganz lustig gemacht, finde ich. Aber ich muss es einfach sagen, die Schnauze darf man sich nicht angucken, ne? Wenn ihr euch mal wegdenkt, könnte auch was anderes sein. Aber gehen wir mal weiter. So, dann haben wir den Moskito wieder dabei. Aber er nennt sich Mod-Mando. Könnte auch so ein, nicht Star Wars, sondern so X-Men, Marvel-Gedöns sein eigentlich. Ja, Rückenaccessoire passt perfekt. Das Rückenaccessoire aber passt halt natürlich nur zu dem Skin. Aber da gefällt mir der besser als der. Wenn ich die zwei mal anguckt. Der oder der. Gut, gucken beide nicht gerade hochintelligent. Aber dann lieber den hier. So, dann haben wir noch. Oh. Ich habe noch nie gesehen. Die Spektralspitzhacke. Ja, hört man das Metall ist. Die ist recht nice. Die ist
Das war richtig nice, finde ich. So, dann haben wir Rage Quit. Aber da sah ich ja wieder wie beim letzten Mal. Das müsste eigentlich kommen, wenn man gestorben ist. Weil warum soll man das machen, obwohl man einen gekillt hat? Macht ja eigentlich gar keinen Sinn. So, und dann haben wir Dynamo, die weibliche Wrestlerin. Man kennt sie. Die feiere ich halt wirklich nicht so. Da müssten sie halt echt von WWE selber so die Erlaubnis bekommen, so ein Undertaker oder ein Kane oder so oder ein Triple H. Das wäre wieder was anderes. Aber ich glaube, so weit kommt Fortnite dann doch nicht. Obwohl Marvel haben sie auch geschafft, ne? So, dann weiter. Verdienter Sieg. Der ist eigentlich nice. Also der gefällt mir richtig gut. Dann haben wir noch den Zusammenreißer. Okay. Ich bin ein wahrer Gangster. Ich gucke Filme ab 16, obwohl ich 12 bin. Seid ihr auch wahre Gangster? Gott, nee, raus hier. So, sonst haben wir, glaube ich, nichts. Nee, hier ist immer noch dasselbe Angebot. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat oder du keine Aufgaben mehr verpassen willst, gerne ein Abo dalassen, kostet dich nichts. Wie du siehst, du wärst nicht der Erste und hoffentlich auch nicht der Letzte dann. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein, gib nicht so viel Geld für V-Bucks aus und haut rein.